Hallo und herzlich willkommen, lieber Skorpion. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf meinem Kanal. Ja, mein Name ist Janina und ich lege heute für dich, für euch die Karten für den kommenden Monat Mai 2024. Was bringen dir die kommenden 31 Tage? Was darf gehen, was darf kommen, was darf bleiben? Das ist immer so eine Standardfrage von mir, der ich jetzt mal auf den Grund gehen werde. Und wir starten jetzt erstmal damit, dass ich dir meine Hauptdecks präsentiere. Da hätten wir hier einmal das Moonology Mondorakel von der Jasmine Boland. Dazu das Highly Sensitive Tarot von der Mila Charles. Und hier das mystische Lenormand von Regula Elisabeth Fichter. Okay, das Lenormand legen wir erstmal beiseite. Ich nehme noch ein, zwei Zusatzkarten, die werde ich dir dann aber anschließend benennen und präsentieren. Ich gehe erstmal rein mit dem Moonology und schau mal, was wir denn hier so an Hauptenergie haben. Was ist für dich aus deinem Unterbewusstsein die Hauptbotschaft für den Mai? Worum geht es hier vertretend? Worauf darf sich alles andere aufbauen? Was ist hier die Hauptenergie? Das zeigt sich. So, da haben wir die Energie. Vertrau deinen Träumen, die zunehmende Sichel. Bleib dran. Bleib dran ist schon bei ganz vielen Sternzeichen für den Monat Mai die Hauptbotschaft. Vertrau deinen Träumen. Hab Vertrauen in dich. Hab Vertrauen in deine Wünsche. Ne, also du sollst hier etwas, eine Sache nicht zu schnell aufgeben. Du sollst dranbleiben und in dich und in deine Energien Vertrauen schenken. Ich kläre hier schon mal weiter mit dem Tarot. Und dann gucken wir mal zu der Hauptenergie, welches Tarotdeck, hätte ich fast gesagt, welche Tarotkarten sich dazu gesellen, welche Energien das Ganze hier unterstreichen möchten. Da hat sich gerade kurz die 5 der Münzen gezeigt, ist aber nicht rausgesprungen. Bei den 5 der Münzen geht es auch um das Thema Dankbarkeit, aber auch weltlichen Mangel. Na, deswegen vertrau deinen Träumen, selbst wenn du gerade im Mangel bist, wenn irgendwas noch nicht ausreicht, wenn du dich schlimmstenfalls mit anderen vergleichst und merkst, du bist noch nicht so weit, du bist noch nicht da, wo andere sind. Okay? Wir klären, wir schauen, wir klären und so weiter. Da, eine Energie. Die Liebenden gesellt sich dazu. Und das sind mir hier immer zu viele, die da auf einmal rausspringen wollen. Ich hätte ja nur einzelne Karten, wenn es geht. Gleich werde ich ziehen. Da haben wir schon wieder fast eine Münzkarte gehabt. Aber nein, es soll der Wagen sein, die Krebskarte. Krebs und Zwilling. Diese beiden Sternzeichen könnten für dich von Relevanz sein in diesem Monat. Ich mische hier jetzt noch einmal und dann lege ich die Karten einzeln. Jetzt habe ich hier die Botschaft bekommen. Zu deinen Empfindungen, zu deinen Wahrnehmungen habe ich den Ritter der Kelche und die 8 der Kelche. Bei deinen familiären Themen zeigt sich der Stern. In deinen Freundschaften wird der Narr präsentiert. In deinen beruflichen Facetten haben wir die 5 der Münzen, aber hey, da haben wir sie. Und die 6 der Münzen gleichzeitig aber auch. Dann haben wir in der Liebe den spirituellen Tod, wie auch die 10 der Schwerter. Deine Chancen haben wir mit dem Pagen der Stäbe und den 4 der Münzen. Dann haben wir als Achtung, Achtung, Gefahr lauert. Das Ass der Kelche und das Gericht. Okay? Unterm Deck zeigt sich hier das Ass der Münzen. Das ist die Energie, mit der du rausgehst. Du hast also zum Ende des Monats die Chance auf mehr Stabilität, Festigkeit, etwas in deinem Leben einem Fundament zu schenken, ein Fundament zu schaffen. Ne? Also für mehr Stabilität, für mehr Sicherheit. Aber auch Wachstum. Ne? Das könnte ein finanzielles Angebot sein, ne? Ein Jobangebot, aber auch die Chance, etwas zu integrieren, was dir langfristig mehr Sicherheit und Stabilität verschafft. Es können auch Fähigkeiten sein, dass du etwas Neues gerade am Erlernen bist. So, dann gehen wir mal rein in die Klärung. Ich nehme schon mal das Lenormand zur Hand.
Als Hauptbotschaft hatten wir hier Vertraue deinen Träumen, dazu den Wagen und die Liebenden. Also, hier kommt etwas voran. Die Karten sagen aber auch ganz klar mit dem Wagen, bleib willensstark, bleib fokussiert, bleib dran. Gib die Hoffnung nicht auf, gib den Glauben, den Gedanken an eine Sache nicht auf. Mit den Liebenden habe ich die Anziehungskraft, ne, die Sache, zu der du dich hingezogen fühlst, ein Projekt, eine Berufung. Ne, du sollst auf jeden Fall dranbleiben, das sagen hier die Karten. Hab Vertrauen, das ist hier so die zentrale Botschaft. Dazu haben wir den Sarg. Hab Vertrauen in ein Ende, in eine Pause, in die Stille. Etwas, was stagniert, bedeutet nicht, dass es nicht in dir etwas bewegt. Du sollst dranbleiben. Ne, es könnte auch ein Ende bedeuten, ein Ende von einem Lebensabschnitt, der dich jetzt herausfordert, wo du aber, ne, ganz klar eine Vision verfolgt bist, dieses Ende sollte kommen, diese Pause, diese Stagnation sollte geschehen, damit du eben hier weiter an dir und deinen Fähigkeiten und an deiner Leidenschaft feilen darfst. Deine Wahrnehmung, da habe ich den Ritter der Kelche und die Acht der Kelche. Das ist zum einen das Thema Abschied, zum anderen aber auch ein Gefühl, welches sich bei dir wieder in Erinnerung rufen darf. In Kombination dazu ist der Turm gefallen. Der Turm steht zum einen für so einen leichten Egoismus, egoistische Energie, für den Rückzug, aber auch natürlich für behördliche Angelegenheiten. Also etwas, was hier festgefahren ist, ne? Auch so dein... Ich kriege rein so eine festgefahrene Meinung, so eine festgefahrene Wahrnehmung, etwas, wo du dran festgehalten hast, wo du dich wie in einem Turm eingesperrt hast. Ne, da geht es jetzt darum, in dieses Gefühl nochmal reinzuhorchen. Mit dem Ritter der Kelche, ja, könnte das auch eine Person sein, ne, an die du jetzt nochmal zurückdenken darfst, ne, um hier endgültig Abschied zu nehmen mit den Acht der Kelchen, aber auch ein Gefühl, also emotional etwas hinter dir zu lassen. Du könntest jetzt emotionalen Ballast hinter dir lassen. Ne, dieses sich eingeschlossen fühlen in dem Turm, sich immer in Sicherheit zu wägen, kannst du hinter dir lassen, weil du jetzt mit mehr Mut, mit mehr Stärke ausgestattet bist. In deiner Familie haben wir den Stern liegen. Der Stern steht auch zum einen dafür, dass man zur Ruhe kommt im ersten Blick, aber im zweiten geht es auch darum, den Fokus zu schärfen, etwas nicht aus den Augen zu behalten. Und dann haben wir den Blumenstrauß. Es könnte jetzt eine Einladung sein, auf die du lange gewartet hast. Ein Entgegenkommen, eine Geste in deine Richtung, die dir Hoffnung schenkt. Ich kriege so einen Hoffnungsschimmer rein, allgemein ein sehr harmonisches Familienleben. Dann haben wir in deinen Freundschaften den Narren. Der Narr steht für etwas sehr Radikales, etwas sehr Plötzliches. Dazu gesellt sich die Sense, ist ebenfalls sehr plötzlich, sehr, sehr rasant. Und hier könnte sich eine Arbeit, ne, weil die Sense ist ja auch ein Arbeitsmittel, hier könnte sich etwas auszahlen, ein Neuanfang, ein Risiko, was man innerhalb einer Freundschaft eingehen möchte, ist nun Zeit. Ne? Also ich kriege hier sehr radikale Schritte rein. Du könntest radikal eine Entscheidung in Bezug auf eine Freundschaft treffen, ne? Eine impulsartige Entscheidung, impulsartiges Vorgehen, aber auch Achtung, ne? Die Sense ist auch ein Arbeitsmittel, was sehr gefährlich sein kann, ne? Es ist sehr scharf und da bitte auch aufpassen vor zu einschneidenden Worten, sowohl dir gegenüber wie auch aus dir heraus, ne? Also da immer so ein bisschen gucken, wie du Dinge auch aussprichst. Dann haben wir in dem professionellen und finanziellen Bereich die 5 und die 6 der Münzen. Das steht zum einen für den Mangel, zum anderen aber auch für das Geben und Nehmen, für einen Ausgleich. Also hier darf sich etwas ausgleichen, eine Mangelsituation darf sich ausgleichen, kriege ich rein. Könnte sein, dass du lange Zeit auf mehr Geld gewartet hast in deinen beruflichen Absichten und nun kommt dieses Geld. Ne? Etwas, worin du investiert hast, zahlt sich aus. Und dazu ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist eine Lösung, eine Option. Ich kriege dich selber aber auch sehr entschlossen rein. Eine starke Entschlusskraft. Und diese Entschlusskraft setzt dann eben auch diesen weltlichen Ausgleich in Gang. Sehr schön. In der Liebe haben wir den spirituellen Tod. Ne? Das ist deine eigene Karte in der großen Arkana. Und die 10 der Schwerter. Du bist mitten in einer persönlichen Weiterentwicklung.
Und mit den 10 der Schwertern lässt du auch gedanklich etwas oder jemanden hinter dir. Mit der Dame passiert das auch im Passiven. Ne? Es hängt mit dir zusammen, du bist im persönlichen Wandel, du veränderst dich gerade und durch diese Veränderung kannst du auch etwas oder jemanden hinter dir lassen. Ne? Die 10 der Schwerter ist auch immer so eine Weitergehen-Energie. Dazu würde ich jetzt gerne mal wieder die Situation Love Oracle Deck Karten verwenden, um deine Situation hier mal zu klären in der Liebe. Wo kommst du denn her? Eine Karte der Vergangenheit hätte ich gerne. Eine Karte der Vergangenheit für die Skorpione. Vor dem Monat Mai, wo standest du da? Da warst du in Reparaturarbeiten gebunden. Ne? Hier wurde etwas repariert, man hat versucht, etwas zu reparieren, ne? Etwas gerade zu schleifen. Man hat nicht, also man hat jetzt nicht vorschnell irgendwas aufgegeben. Ne? Es geht jetzt einfach darum, dass man an etwas gearbeitet hat. Man hat investiert in die Liebe. Wo stehst du jetzt, wo du dieses Video schaust? Was ist deine gegenwärtige Energie? Wo stehst du da? In Abhängigkeiten, ne, von irgendwas kommst du nicht so richtig los. Abhängigkeiten können aber auch Verpflichtungen sein. Ne? Verpflichtungen, du bist verpflichtet, weil du verheiratet bist. Du bist verpflichtet in einer Partnerschaft, weil ihr gemeinsame Verpflichtungen habt. Abhängigkeiten bekomme ich aber auch tatsächlich mit einer Person rein, dass du von etwas oder jemandem nicht loskommst, jemanden nicht loslassen kannst. Wo gehst du denn gegen Ende des Monats hin energetisch? Was ist so? Ach, Leute. Ja, die bedingungslose Liebe. Ich glaube, dadurch, dass du hier, ne, gerade für diejenigen, die vielleicht vergeben sind und ihr habt aktiv in eure Beziehung investiert, man kommt auch nicht voneinander los und das Ganze wird sich hier gegen Ende des Monats auch auszahlen. Ne, wir haben hier die bedingungslose Liebe, das Geben und das Empfangen, also eine sehr ausgeglichene, harmonische Beziehung. Wenn du Single bist und nicht verpartnert, dann kann ich dir sagen, es hat sich gelohnt, dass du in der Vergangenheit auch an dir gearbeitet hast, weil diese Reparaturarbeiten beziehen sich ja nicht nur auf Beziehung, sondern auch an dir, an deinen Gedanken, Mustern, wie denke ich über etwas, ne, wie sehe ich etwas. Und dann hast du hier mit der Addiction vielleicht auch einen Menschen oder auch etwas nicht loslassen können und verdienst nun endlich diese bedingungslose Liebe. Sehr schön. Sehr stark, lieber Skorpion. Das war die Liebe. Dann gehen wir mal weiter zu den großen Chancen und Potenzialen. Da haben wir den Pagen der Stäbe und die 4 der Münzen. Mit den Pagen der Stäbe kriege ich so eine Energie rein. Du wirst animiert, voranzugehen, du wirst animiert, aktiv zu werden, aber auch deine Komfortzone zu verlassen. Mit den 4 der Münzen kriege ich ein stabiles Fundament auf, was es nun gilt, sich zu erarbeiten und etwas, was es auch gilt, zu behalten. Ich kriege so eine Behalten-Energie, auch eine Spur von Nachhaltigkeit. Ne, also nachhaltig bleiben, ne, nicht unbedingt hier direkt volles Risiko, aber trotzdem mit dem Pagen der Stäben dich auch persönlich weiterzuentwickeln. Dann sind die Wege gefallen. Es gibt Optionen, es gibt Alternativen. Es gibt nicht nur einen Weg, es gibt mehrere Wege. Also hier könnte sich eine Option darstellen, an der du wächst, aber auch trotzdem dein stabiles Fundament behältst. Sehr schön. Die Gefahren, Achtung, Achtung, da haben wir das Ass der Kelche und das Gericht. Das Ass der Kelche sind die fließenden Gefühle. Da soll ich dich so ein bisschen warnen vor zu viel Gefühlsduselei. Vielleicht auch zu viel preiszugeben aus deinem Gefühlsleben, sondern immer mal wieder dich zurückzuschrauben. Und mit dem Gericht verstehst du etwas. Und dieses Verstehen, diese, ne, Gericht, da findet auch schon eine Transformation statt, damit wir dann mit der nächsten Energie, das wäre die Weltkarte, das wäre ein Neubeginn, ein neues Kapitel in deinem Leben, damit du da auch frisch hineinstarten darfst. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, ich ziehe dazu mal eine Lenormand-Karte, das Klee ist gefallen. Das ist hier irgendwie, dass du dein Glück zeitweise falsch interpretierst, dass du da noch mal mehr ins Verständnis gehen darfst, auch in die Veränderung, für dich wirklich noch mal definieren darfst, was bedeutet für dich Glück, was ist Glück, wie fühlt sich Glück für dich an, was ist dir wichtig im Leben, okay?
die Karte spricht irgendwie auch gerade noch mal zu mir. Ja, Thema Sicherheit, ne? Du hast etwas festgehalten, eine Ansicht, eine Meinung. Du hast hier an etwas geklammert in der Vergangenheit. Und das gilt es nun mit dem Gericht neu zu identifizieren, bevor es wirklich in das nächste Kapitel gehen darf. Ne? Etwas noch mal neu zu benennen, für dich neu zu verstehen und nachvollziehen zu können. Okay, lieber Skorpion, das waren so die Hauptenergien. Jetzt würde ich dir gerne noch ein Einhorn ziehen aus den I Believe in Unicorns Karten von Melanie Missing und Gabi Shayana Hoffmann. Also in diesem Sinne eine Energie von den Einhörnern, welche ich dir mitgeben darf für die kommenden 31 Tage. Wenn du diese Art von Legung auch einmal persönlich wünschst oder allgemein einen Bereich hier vielleicht auch vertiefen möchtest, vielleicht möchtest du mehr über deinen beruflichen Zweig wissen, mehr über die Liebe, mehr zu deinem persönlichen Seelenspiegel, dann lade ich dich ein, eine persönliche Legung auf meiner Website zu buchen. Den Link findest du in den Kommentaren. Da würde ich mich natürlich sehr freuen. Und dann würden wir gemeinsam reinschauen, was denn für dich jetzt wichtig ist, was sind deine individuellen Schritte, weil am Ende ist das natürlich ja eine Kollektivlegung. Na, das heißt, alle, die sich im Sonnen-, im Mond-, im Aszendenten oder im Venuszeichen mit dem Sternzeichen Skorpion identifizieren, schauen hier zu und dürfen hier Impulse und Energien mitnehmen. Das Ganze wäre natürlich in einer persönlichen Legung noch mal intensiver. Okay, das Einhorn für dich. Dein Lächeln tut so gut. Einhornküsschen. Völlig simpel, völlig vielleicht auch banal für den ein oder anderen auf den ersten Blick, aber dieses Einhorn soll dich daran erinnern, an deine Schönheit. Verliere deine Schönheit, verliere dein Lächeln nicht. Du bist wundervoll und wundervoll und wunderschön misst sich nicht an Klamotten, an Reichtümern, sondern einzig und allein an dem Strahlen von innen. Deswegen auch nochmal, was ist für dich Glück? Wie darfst du Glück für dich neu identifizieren? Was darfst du loslassen? Wo darfst du transformieren und dich weiterentwickeln? Okay, eine wichtige Botschaft von deinem Einhorn. Ich lasse sie jetzt hier. Das Einhorn lege ich zu deiner Mai-Botschaft. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Lass mich gerne deine Gedanken, deine Energien zu der Legung in den Kommentaren wissen. Wenn du magst, lass mir gerne ein Gefällt mir oder auch ein Abo da. Dann sehen wir uns ganz schnell wieder. Bis dahin eine tolle Zeit von mir an dich. Deine Janina. Tschüssi.